Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem kurzen Real-Life-Video auf Barca. Ich wollte euch ganz kurz hier schon mal... Momentico, ich muss jetzt hier kurz aufpassen, Leute, weil sonst zeige ich hier gleich ein paar Familienbilder. Moment, das habe ich ganz vergessen. Darf ich nicht zeigen, weil das meine Schwester, das soll ein Geheimnis bleiben. Auf jeden Fall, Leute, hier seht ihr schon mal so ein paar Kinderbilder von mir. Hier war ich früher schon am Cutten. Hier ist meine Mom. Und hier bin ich noch, glaube ich, am Eistee oder Eiskaffee trinken. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ja, das ist auf jeden Fall bis jetzt hier mein Gaming-Zimmer. Es fehlen noch ein, zwei Monitore, die bekomme ich dann bald geschickt. Aber hier ist zum Beispiel gerade der Elgato-Stuhl gekommen. Richtig korrekt. Also so viele Sachen sind hier echt gesponsert von Elgato. Also nochmal ein riesen Shoutout an die. Und ja, das ist hier so mein kleines, aber feines Gaming-Zimmer. Eigentlich ganz nice auf jeden Fall. Ja, hier mein Laptop. Massi hat noch einen neuen PC bekommen, auch von Elgato geschickt. Hier mein BenQ-Monitor, da wird halt noch einer dazukommen. Hier die PlayStation, die immer absolut laut ist wie ein Helikopter. Xbox One, PlayStation 3, da werde ich bald auch wieder Around Beast aufnehmen. Habe ich richtig Bock drauf. Und ja, hier Infinity Scuff, Barca Scuff, Leute, kommt aller Voraussicht nach. Ich möchte es euch nicht versprechen, aber im August, es dauert einfach bei Elgato etwas länger, bis alles ready ist. Jetzt muss ich aufpassen, weil ich nicht so viel zeigen möchte vom Haus. Auf jeden Fall, ja okay, es ist glaube ich schon klar, dass es zweistöckig ist. Hier ist die Treppe und hier haben wir noch einen Elgato-Aufsteller. Also ich kann mich echt nicht oft genug bedanken bei Elgato und ich wollte euch jetzt einfach mal ganz kurz zeigen, hier so einen Ausschnitt von unserem Haus, weil das einfach so viele nicht mehr erwarten können. Hier ist das Badezimmer, das habt ihr ja schon kurz gesehen beim Prank von meiner Mom. Und Moment, da ist dieses Gästezimmer, wo ich gepennt habe. Und Leute, ich habe wirklich geschlafen. Ich bin einfach nicht aufgewacht davon. Viele dachten, dass ich wach war, während sie mich angemalt hat. Aber völliger Bullshit. Ich bin einfach wie ein Elefant, wenn ich mal penne. Und dort, Leute, ist mein Schlafzimmer. Aber das werde ich euch erst am Sonntag zeigen, dann, wenn ich das hochlade auf meinem Hauptkanal. Also um 19 Uhr am Sonntag kommt dann die Elgato-Haustour. So, jetzt laufen wir mal die Treppe runter. Wundert euch nicht, dass ich die Cam jetzt nach unten halte. Aber ich möchte es jetzt euch nicht zeigen, weil das Wohnzimmer ist echt das Highlight hier. So, laufen wir jetzt rüber. Wie das aussieht mit den Füßchen. Zu Massi seinem Gaming. Ja, was geht, Digga? Das kann ich euch zeigen. So, er ist gerade am Streamen. Ich packe euch mal seinen Stream ganz, ganz oben in die Videobeschreibung. Komm, Digga, mach mal einen Kill. Ja, Digga. Mach einen Kill. Schön, Digga. So will ich das sehen von dir. So, ist es nicht ganz so gut, perfekt alles aufgeräumt, aber hier ist zum Beispiel unter anderem der PC, den Elgato ihm gesponsert hat mit der nagelneuen Nvidia GTX 1080. Und was haben wir hier noch? Hier noch so ein paar Softboxen, aber ja, wir müssen das alles noch präparieren dann, weil hier ist gerade ein bisschen unordentlich. Und hier noch dann so ein Aufsteller. Okay. Also Leute, das war jetzt so ein kurzer Ausschnitt vom Elgato-Haus, also nochmal riesen Shoutout an Elgato, echt richtig krass. Und am Sonntag, 19 Uhr, folgt dann die richtige Haustour. Ich verlinke euch ganz oben den Stream von Massi. Jetzt, wenn ich das Video uploade, ist er noch gerade am Livestreamen. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns morgen bei einem nächsten Video. Tschüss. Boah, ich habe mich was verschluckt, Digga.